Ratten. Sie leben im Verborgenen, unter der Erde und sind tagsüber fast nie zu sehen, normalerweise. Doch hier, auf diesem Weseler Friedhof, sind die Nager immer öfter auch tagsüber unterwegs. Deshalb hat die Friedhofsverwaltung ihn engagiert, Sebastian Blommen. Sein Job, Schädlingsbekämpfer. Er weiß, wie Ratten denken. Die haben sich bei der Population, die hier vorherrscht, wirklich schon an den Menschen gewöhnt. Heißt, es sind so viele Ratten, die halt keine Angst haben vor Menschen, beziehungsweise die halt wirklich sitzen bleiben, wenn Leute vorbeilaufen, anstatt zu flüchten. Wenn es wirklich so weit ist, dann haben wir schon eine relativ hohe Populationsdichte. Die Ratten haben sich so sehr vermehrt, dass der Rattenjäger 150 Köderboxen ausgelegt hat. Und das allein im Bereich des Ehrenfriedhofs. Anhand des Fraßes kann ich halt eben feststellen, wie viel gefressen worden ist in einem bestimmten Areal dieser ganzen Geschichte. Das wird dokumentiert und so kann man halt eben feststellen, ob weniger oder mehr gefressen wird an gewissen Stellen. Und so kann man eben halt feststellen, ob der Befall zurückgegangen ist. Warum plötzlich so viele Ratten auffallen und wo sie herkommen, kann der Fachmann nur vermuten. Wahrscheinlich von hier, die Hügel des Heubergparks auf der anderen Straßenseite. Überall sind die Eingänge zu den Bauten zu sehen, dicht an dicht. Erklärung sehen wir darin, dass wir dort einen Teich haben, dass dort Enten sind und dass dort gefüttert wird. Das viele Entenfutter ernährt aber auch nicht mehr alle Ratten. Also haben sich die klugen Nager auf den Weg gemacht. Nachts vom Heubergpark über die vierspurige Straße auf den Friedhof. Dort wartet jetzt auf die Ratten der Köder. Das ist ein Blutgerinnungshemmer. Das Präparat lagert sich in der Leber der Tiere ab nach der Aufnahme und schaltet ein Enzym aus, Vitamin K1. Dadurch wird das Blut immer dünner. Und es sickert durchs Gewebe. Meistens sterben die Tiere dann an Hirnbluten. Das nutzt aber alles nichts, wenn vom Park immer wieder neue Ratten herüberwandern. Immerhin kann ein einziges Rattenpaar 200 Nachkommen jährlich produzieren. Das weiß man auch bei der Stadt. Über Tag sieht man sie selten, sodass man diesen Befall nur erkennt, wenn man näher die Grünflächen untersucht. Da sieht man halt diese Höhlen. Und anhand der Vielzahl, die jetzt dort festgestellt wurden, kann man erkennen, dass dort schon jetzt Handlungsbedarf besteht. Gut möglich also, dass Schädlingsbekämpfer Blommen bald auch im städtischen Park allen Ratten den Garaus macht.